Ein herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Escape from Tarkov in der Ultimate Singleplayer Season Nummer 3. Liebe Freunde, ich habe aussortiert, ich habe alles soweit hingepackt, was wir nicht mehr brauchen. Das hat seinen Grund, warum das da ist. Und das Erste, was wir jetzt noch machen werden, ist hier die Vector wegzupacken, die nicht wegzupacken geht, fällt mir gerade auf. Weil entladen wir nämlich ein Magazinproblem haben. Ja, das können wir so lassen. Das ist soweit in Ordnung. Ich möchte das hier reparieren. Mit der Nummer möchte ich auch reingehen. Das ist eine 5er. Ja, 5er Rüstung. Ultra leicht. Und hat noch einen große Möglichkeit, hier Sachen zu verstauen. So, Ragman, wir verkaufen die beiden Sachen hier. Das ist soweit in Ordnung. Prepper, da will ich auch alles weitere verkaufen. Ich denke, das passt soweit. So, Deal. Dann haben wir noch die Sache, dass wir alles zerlegen, weil ich glaube, die Teile sonst nicht zu verkaufen sind. So, Mechanic darf gerne. Nein. Der darf hier gerne dahin. Dann kann Mechanic den Rest hier nehmen. Moment. Peacekeeper? 25.000. Wir können hier noch mal ein paar Dollar investieren. Nicht viele, aber immerhin. So, dann folgendes. Wir modifizieren diese Sniper, weil ich will mit der Sniper auf Woods gehen. Und zwar im zweiten Lauf. So, wir gehen hier mal kurz rein. Ich habe da schon eine Vorlage erstellt an der Stelle. Das öffnen wir mal ganz gerne. Ich glaube, das sind Marksman-Gewehre. Und das ist die MK18. Genau, und da haben wir einmal Marksman und Long Sniper. Wir schauen uns mal die Long Sniper an. Ja. Okay, sehr schön. Das ist diese Variante quasi. Und dann haben wir noch, nee, Moment, das will ich nicht speichern, ich will das hier öffnen. Dann haben wir noch den Marksman. Und okay, da ist jetzt der Vorgrip noch dran. Ich denke, das passt soweit. Ich glaube, so machen wir es. So würde ich es montieren. Dazu fehlt uns ein bisschen was, aber wir können die Teile kaufen. Ich glaube, da ist alles drin. 86, das passt. Oder 76, das passt. So, dann montieren wir das Ganze. Die Optik hier, die will ich behalten. Da haben wir doch hier irgendwo. Moment, das ist im Warenkoffer gewesen. Genau hier. Die Optik möchte ich ganz gern behalten. Das ist okay. Und genau. Die bleibt erstmal so intakt, so wie sie hier ist. Wird beim nächsten Mal eingesetzt. Und was wir jetzt natürlich noch machen, ist nochmal ein schneller Pumpkin Run, würde ich sagen. Wir hatten es irgendwo hier, ne? Da. Zack. So. Und ein wenig Munition nochmal mitnehmen. Diese 13 hier. Die nehmen wir nochmal mit. Zack. Geht damit rein. Und dann laufen wir ganz schnell eine Runde Interchange, um ein paar Bitcoins zu sammeln. Und dann sind wir auch gleich wieder da. Ja, so sieht's aus, liebe Freunde. Für euch, na gut, schwer verwundet. Das wollen wir ja nicht. Medizin, schwer verwundet ist ein bisschen, so, ich glaube, dann haben wir alles, sehr schön, Grizzly wäre vielleicht noch angedacht, so, jetzt aber, ein schneller Schnitt für euch und dann geht es gleich weiter. So Leute, auf geht's, gleicher Spawn wie eben. Was macht jetzt mehr Sinn, über ein Idee rein, ne, wir gehen die Hidden Stashes, gehen dann im Ultra rein. Ja, wir müssen über den Ultra gehen, denke ich. Aber so macht das am meisten Sinn. Emmercon ist unser Ziel.
Sehr schön. Ja, ich glaube, wir gehen hier lang. Oh, ist das Killer? Das hört sich an wie Killer. Nicht. Schauen wir mal, was hier drin ist. Raum 218. Ich weiß nicht, ob der so wertvoll ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Jacke. Die wollen wir nochmal mitnehmen. Den Schraubendreher vielleicht auch eigentlich an der Stelle. Können wir nochmal machen. Puh, da will ich eigentlich nicht lang. Ich gehe außen rum. So, da ist Top Brand. Den nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Graphics Card hier irgendwo zufällig rumliegen haben. Das scheint dann nicht der Fall zu sein. Plugs.
Essen wir mal eben was. Schon jemand. Wow. Er hat die Waffe da genommen, würde ich sagen. Sollten wir uns die Magazine noch holen. Mit unserem Burschen hier. Sehr cool. Das ist ein Mauerlauf, glaube ich. Doch, ein Bitcoin haben wir. Sehr schön. Geld ist Geld ist Geld, ne? Auch wenn diese Silberdinger nicht so viel bringen. Wenigstens einen. Wow. Suchen wir ihn.
Okay. Das ist jetzt nichts Geiles, das muss man so sagen. Nehmen wir den Chonka mit. Bisschen was zu essen, ne? Zum 5A1 ist jetzt, ich glaube, ist ganz gute Munition, aber auch nicht der. Einfach, weil wir es können. So, die beiden Hidden Stashes nehmen wir noch mit. Ich glaube, wir mussten Emmercon auch raus, hoffentlich. Ja. Und dann sind wir raus. Sehr schön. Die ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Da brauchen wir nur ein paar Kleinigkeiten. Und dann haben wir die fertig gemoddet. Die ist schon sehr gut. Habe ich so das Empfinden. So, sehr gut. Leute, schöner Lauf. Passt ganz gut. Ein Bitcoin gemacht. Wir haben eine gute Waffe gefunden, die wir noch ein bisschen modifizieren können an der Stelle. Zwei Abschüsse, das ist okay. 24 geknackt, passt auch. Beine ein bisschen verletzt. Alles im Rahmen, sage ich dazu nur. So, dann wollen wir das mal rüberpacken. Die Tuchonka bewusst natürlich mitgenommen. Klar. So. Das geht da rein, das geht da rein, das geht da rein. Die Drähte gehen da rein. Verkaufen, verkaufen. Bleibt Kontrollpunkt. Behalten. Erstmal behalten. Erstmal behalten. Hot Rod will ich wohl behalten, denke ich. So, dann die Munition entladen. Ich kann hier mit hin die Stangenmagazine
werden wir verkaufen, denke ich. Genauso wie wir das auch verkaufen. Die nehmen wir ohne Magazin. Das ist soweit okay. Die geht wieder zurück. Passt. So, der Bitcoin geht hier rüber. Wir haben die beiden zum Einlagern. Das hier, das ist alles Wender, 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 Wender. Das geht auch hier rein. Das geht hier rein. Nixor geht rein. Kann verkauft werden. Kann verkauft werden. Das geht da rein. Ich weiß nicht, ob wir ein Zippo brauchen. Das geht da rein. Das geht da rein, verkaufen. Das da. Augmentin 218 bin ich mir. Haben wir noch nicht. Gut, wir müssen uns überlegen, ob wir noch andere Dokumententaschen nachnehmen. So, Bergut kann auch verkauft werden. Den können wir jederzeit wieder kaufen. So, das damit hin. Einmal sortieren, bitte. So, das bleibt nicht. Das brauchen wir nicht an der Stelle. So, sehr schön. Dann werden wir erstmal verkaufen. Natürlich nicht die Zigaretten. Das würde keinen Sinn machen. So, dann gehen wir nämlich erstmal zum Mechanic. Und schlechte Angewohnheiten. Damit hätten wir die erledigt. Und fehlen noch Wilson und Striker-Zigaretten. Das ist sehr schön. Ragman. Das verkaufen. Nee. So, und du gehst damit hin. Perfekt, 1,5 Mille. Das passt soweit. So, liebe Leute, jetzt geht es nämlich ins Eingemachte. Wir haben unsere Waffe modifiziert. Entladen. Und wir müssen mal gucken. Da haben wir echt nur diese wohl, ne? Ich will mal gucken. Wir haben hier noch die beiden. Genau. Entladen. Und aktuell echt nur diese Looper Magnum, ne? Schauen wir mal ganz kurz. Kompatibilität, Munition, Patronen. Da geht nur diese hier, ne? Nur diese hier. Macht aber nichts. Wir schnappen uns hier die 41. Zack. Das ist soweit okay, denke ich. Genau. So. Die da rein. Den da rein. Den da rein. Ja, ich glaube, das packen wir erstmal weg. Dafür nehmen wir die 30er hier mit. Die 5er kommt da noch mit zu. Das packen wir da mit rein. Und brauchen wir irgendwas fürs Close Combat? Eine Pistole wäre echt schon toll. Wenn wir die 5.7 noch mitnehmen. Ich denke schon. Ein 5.7 Magazin dazu, bitte. Entladen. Und das noch mit dazu. So. Ich glaube, so gehen wir rein. Das können wir noch mit in die Medizinecke packen. Das bleibt auch so. Ich denke, so ist es gut. Gesundheit sollte wiederhergestellt sein. Liebe Freunde, ich will nicht lang schnacken. Lasst uns reingehen. Auf Wutz, für euch ein kurzer Schnitt. Halt, Moment, Stopp. Charakter. Wir haben eine wichtige Sache vergessen. Packen den nochmal dahin. Haben wir noch eine alte Schiene? Ja, wir haben noch eine Schiene für den Fall der Fälle. Packen wir die da mal mit hin. Das kann dann die 8 sein. Wir haben den rausgepackt und wir brauchen doch ZB14. Den brauchen wir. Den müssen wir noch. Sehr schön. So, jetzt aber ein kurzer Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, los geht's. Wo sind wir gespawnt? Oh, wir sind beim Scaff House gespawnt, glaube ich. Ja,
Da hinten ist das Auto. Dann wollen wir mal... Okay. Sieht mir jetzt erstmal nicht so aus, als wenn jemand da wäre. Okay. Da wird schon mal hart gekämpft. Extract Point wäre 16, wenn sie auf wäre. UN Straßensperre. URF nördliche Straßensperre. Das ist da hinten. Also da hinten. Ich sehe Tatsache niemanden. Okay. Kommen wir zur Holzfällerhütte. Sehe noch niemanden, ich höre auch noch niemanden.
niemand zu sehen. Dude. So, dann schauen wir von hier aus noch mal. Ich sehe Tatsache niemanden. Okay, probieren wir es. Gehen wir hier hinten so um die Ecke rum. Dann denken, keine Medizin benutzen, das heißt aber auch keine kritischen Treffer einstecken. Das ist halt die andere Sache. Grizzly, nice. Natürlich wieder tolles Wetter für den Sniper oder zum Snipern so. Vielleicht haben wir Glück und können den Sniper-Scav erledigen. Sehe keine Bewegung hier. Eine gute Schussposition. Entweder ist schon down.
Warten wir noch einen Moment. Okay, probieren wir es. Sie nicht. Versuchen wir da hochzukommen und daraus vielleicht ein besseres Schussfeld zu haben. Hui. Schauen wir doch mal. Sehr ordentlich, ich glaube, wir haben ihn. Hier spawnt leider nichts. Okay, schauen wir mal, ob hier irgendwas liegt. Das sieht nicht so aus. Ist das die falsche Stelle? Nee, 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 das muss die richtige Stelle sein. Na,
Da haben wir uns ja die beste Möglichkeit ausgesucht, würde ich sagen. Hier zu snipern. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, bis unser Exit, wir haben ja noch 23 Minuten. Ich würde hier gerne noch einen Moment verharren. Ich glaube, wir haben jetzt eine Picknickschießerei und wir haben einen von drei Scavs, die wir getötet haben. Das ist nicht schön. Und das Wetter wird nicht besser, Leute. Das kommt ja dazu. So, es darf jetzt auch gerne aufhören zu reden. Jetzt, genau in diesem Moment. Wird dann nicht mal mehr die Möglichkeit von hier aus. Klart das Wetter ein bisschen auf. Ich habe so das Gefühl, als wenn ist ja natürlich auch ein bisschen ärgerlich schon wieder, ne? Da kommt man mal hier rauf und kann das clearen an der Stelle. Und dann ist so ein Schiedwetter. Das ist tatsächlich ärgerlich. Ich überlege, ob wir resetten und vielleicht nochmal reingehen. Aber dafür wird die Zeit in dieser Folge nicht mehr ausreichen. Das ist das Problem. Okay, es ist so, wie es ist. Nimm das. Weiter. Einen müssen wir noch.
Dann müssen wir noch. Ich glaube, das wird doch nicht besser. Das Wetter wird definitiv nicht besser. Ich weiß nicht, ob links oder rechts. Sehr schön. Erledigt. Hey Freunde, unsere Mission ist erfüllt. Wir sehen zu, dass wir jetzt rauskommen. Wir versuchen es über 16. Schauen wir mal, ob wir da rauskommen. Geduld zahlt sich aus ein bisschen, ne? Ich glaube, ich sehe noch keinen. Grünen Qualm. Doch, grün. Wir können raus an der Stelle. Das machen wir auch. Schauen wir mal kurz, was wir mitnehmen können. Wir müssen auch was, wir haben kommen, was zu essen. Wobei.
Wir nehmen jetzt alles mit. Oh, ja, das nehmen wir natürlich auch mit. Sehr schön. Wunderbar. Jägerquest abgegeben. Es ist nicht mehr weit hin. Das ist sehr, sehr schön. Der Sniper und die zwei Scavs, das hat völlig ausgereicht. Dann sehen wir zu, dass wir die Quest nochmal abgeben. Na, kommt. Händler, so, Jäger, die Quest ist erledigt, abschließen, damit sind wir genau 0,1 entfernt, Höflichkeitsbesuch, also findet das Haus des Vorsitzenden, das Fischhaus, findet das Haus des Priesters, okay, und was ist das hier, locate the Hideout Jägers Friend on Lighthouse, ja, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Das könnte man machen. Ich glaube, ich weiß, wo das sein könnte. Das müssen wir uns beim nächsten Mal überlegen. Also die Möglichkeit hier, die Möglichkeiten ergeben sich und sie werden entsprechend immer besser. Genauso sieht es aus, liebe Freunde. Dann haben wir irgendwo noch, haben wir noch irgendwas? Exit Location, Militärbasis? Nein. Nein, irgendwo hatten wir doch noch. Exit Location Wälder. Achso, das war Brückenextraktion. Jawohl. Da war es definitiv nicht. Hier war es definitiv auch nicht. Hier war es auch nicht. Dann sind wir durch mit der Sache. Würde ich sagen. So, sehr schön. Wunderbar. Gefällt mir. Munition entladen. Munition entladen. So. Das Ganze geht. Das Ganze geht natürlich hier wieder rein. Genau. So, das entladen wir auch. Munition entladen. Zack. Dann darf die Marksman hier wieder rein. Sehr schön. Wunderbar. Wir haben eine SWD, die ist 100%. Von daher denke ich, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das kann mitverkauft werden. Das kann verkauft werden. Verkaufen. 5-7 natürlich nicht. Geht damit rein. Verkaufen. Behalten. Das sind alles Sachen, die wir schön behalten werden. Außer das. Das kann verkauft werden. Das geht hier hin. Morphium geht dahin. Die SKS können wir erstmal behalten. Das wird auch verkauft an der Stelle. Das Grizzly geht hier rein. Und dann haben wir wieder was, womit wir uns heilen können. Das bleibt soweit. Irgendwo hatten wir Warenkoffer. Genau. Und dann hatten wir hier noch irgendwo Optiken. Da will ich die mal loswerden für. Und nehme die hier mit rein. So. Die Schiene war nur wegen der Geschichte, genau. So sieht's aus. Fertig. So, ZB14 kann hier erstmal wieder mit hin. Ich denke, soweit sieht es gut aus. Was ich noch machen möchte, ist nochmal vom Flohmarkt nochmal Ausrüstung, Gesichtsbedeckung, Kopfausrüstung und Helme. Hier nochmal gucken. Ne, das ist Armeekappe. Baseballschläger, das ist auch nicht. Der ist es auch nicht. Wo ist es denn? Der sollte es wirklich sein, oder? Ne, Rüstungsklasse 1. Psch.
Nee, 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 nee. Peterchen Frost. Sehr gut. Der ist es nicht. Ich. Kiverhelm? Nee, das ist ja mit Sicherheit nicht. Kohlpack wollen wir auch nicht nehmen. Pepper, ne? Naja, es sind Dreier. Gut, okay, kaufen wir mal. Mittlerweile können wir es ja. So, dann haben wir den da drauf. Diese ganze Geschichte hier, die wird verkauft. Das hauen wir noch eben schnell raus. Dass wir an Prepper verkaufen können. Das verkaufen wir natürlich. So, 100.000. Sehr schön. Rackman braucht das da. Deal. Die müssen wir zerlegen. Ich glaube, damit es überhaupt einer kauft, ne? Ja. Sehr schön. Wunderbar. Dich auch noch eben schnell. Ja. So, dann holen wir uns die Belohnung noch von Jäger. Alles nehmen. Akzeptieren. CMS-Kits. Will ich mal so mit reinpacken hier. Das sollen wir mal erstmal nehmen. Die Medizin, die packen wir hier unten mit rein. Ja, perfekt. Sehr gut, liebe Freunde. So sieht's aus. Ich würde sagen, die Folge ist an der Stelle zu Ende. Wir haben gut vorgelegt. Wir haben unsere Quests gemacht und ja, vielleicht ist beim nächsten Mal Lighthout drin, damit wir Jäger dann entsprechend hochbringen. Und ich denke, wir werden unsere Augen noch auf die Bitcoins legen. Ja, so sieht es aus. Ich bin zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen da, gerne noch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal einschaltet. Und ganz, ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Ich lese es mir gerne durch. Und ich freue mich natürlich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.